und herzlich willkommen, meine lieben Freunde der Sonne, zu einer weiteren Folge Raft. Ja, wir befinden uns bei diesem komischen, keine Ahnung was, was war das, wie ist das Ding hier? Ach, keine Ahnung. Tangaroa oder so. Tangaro, keine Ahnung was, guten Appetit, lasst es euch schmecken. Schlafen gehen. Und wir waren ja schon drin in der letzten Folge und haben unten schon ein bisschen was gemacht. Den Durchgang gemacht, soll ich schlafen gehen. Und wir können jetzt weitergehen und das werden wir jetzt tun. Wir haben uns jetzt hier so ein bisschen vollgefuttert und alles aufgefüllt. Trinken, Essen mitgenommen und jetzt geht's weiter, würde ich sagen. Also, mit dabei natürlich Tachi und auch der liebe gute Alex. Hola. Hola, Sandorita. So, Abfahrt. Aua, der Hai kommt auch mit hier rein. Ja. So. Ab ins Loch. Alex, lässt du mich bitte vorgehen? Okay, beruhigen Sie sich bitte. Ich bin die einzige Frau hier. Verdammt. Frauen und Kinder zuerst. Nee, wir sind in Deutschland, man voran. Nee, hier, Frauen und Kinder. Geh bitte, Alex. Oh. Pass auf, hinter dir! Männer können die Arbeit erledigen. So ist das. Männer können die Arbeit. Genau. So. Ja, wo bleibt ihr? Ja. Was habt ihr gemacht? Oh, super. Ah, jetzt kommen wir hier durch. Leute, kommt. Ganz toll. Wir müssen uns beeilen. Ganz toll. Wo müssen wir jetzt hin? Das ist unter Umständen jetzt natürlich suboptimal. Hier sind wir wieder bei den Containern. Super. Wir sind im Eis, Sascha. Ich bin durch die Cafeteria. Und hier schwimmen jetzt die Ratten. Tot. Klasse. Ganz toll. Ich weiß, wo wir hin müssen. Geht zum Generatorgedöns. Genau hinter dir. Mhm. Ah, es wäre nichts passiert, wenn ihr nicht da oben seid. Ich weiß. Hier. So, wo, Sasch, wo bist du? Da bist du. Es, ja. Screaming upstairs. After the captain opened fire on the rafters, a damn riot broke out. Some supported Tully's orders, others really not. A smaller raft made its way into the water entrance. But there was only a kid on board. His parents were sick, I think. Was? Plantation, Alter? Kommt ihr sich wirklich gleich in die Plantage? Hilfe! Da geht's so zurück. Hier wird wirklich wie Weed angebaut. Tja. Gib das Weed frei. Ah, ja, oh. Jetzt kommt. Das Wasser weg ist und dann drüber gehen. Und alles an Essen mitnehmen, was sie mitbekommt.
Ey, ist ja wirklich Weed angebaut, Hilfe! Ich hatte recht, Sascha! Ja? Nimm mit! Benötigt 3 Klebebande, das ist schlecht. Oh no, 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 no! Was denn? Wir brauchen 3 Klebebande, um durchzukommen. Oh, Bananen! Ja! Ich habe auch Bananen. Irgendwie habe ich Angst, dass ich reinfalle, ne? Das macht Aua. Da war ich schon. Wie viel brauchen wir 3 Klebeband? Okay. Ihr hättet ja auch einfach. Wir haben Erdbeeren. Und jetzt brauchen wir nämlich nochmal 3 Klebebänder. Things have gone quiet. Security teams still go on patrols in their ridiculous golf carts, trying to keep some semblance of order. I heard the rafters let loose some type of rat. Oh. And they strap tasers on all the butler bots. Na. Some kind of dumb guerrilla war. Gefunden, ne? Wir verkaufen. Boat, but no. Vielleicht kriegen wir dafür ein richtiges Motorboot. Geil. In the city. Kommen. And the investors are still up in the tower. Da läuft, ja. Jetzt kommt bitte einmal mit mir. Jetzt müssen wir erstmal unser Raft finden. Ach, da. Ey, der will mich elektrisieren. Du Schwein. Arme Speer ist kaputt. Cheats. Er hackt. Deswegen. Darauf wir es ausräumen. Und suchen unser Raft. Hier ist aber auch nicht. Seid ihr hinter mir? Ja. Ich ja. Okay. Wo ich verloren. Einfach draußen entlang laufen. Ah, ich lauf querfeld ein jetzt. Was ist der eigentlich? Nein, außen rum. Weil wir jetzt wieder aufs Raft erstmal kurz gehen. Weil ich brauche auch einen neuen Speer. Seid ihr schon runter? Nee. Nein. Kommst du bitte zurück, Alex? Warum da gibt es keine weiteren Ausgänge. Na klar, hier vorne ist noch einer. Ist da noch einer? Ja, der ist genau von unserem Raft. Ah. Oh. Ich dachte, es gibt nur 4. Aber dann passt das. Oh, da ist der Hai. So war ich richtig. Dann könnten wir echt ein Stück vorfahren. Ja, deswegen macht man einmal 3 von den Dingern an. Sag jemand Stopp? Stopp! Ist er gefallen? Ah. Ne, warum? Ist doch gut. Ideal. Dementsprechend können wir hier nämlich jetzt wieder hochgehen. So, ganz kurz einmal bitte warten. Ausmachen die Dinger. Bitte nicht vergessen. Nämlich ausleeren. Deswegen und ich brauche einen Speer. Ja, die müsste ich auch mitnehmen, einen neuen. Oder besser gesagt, eine neue Machete. Kannst du gleich 2 machen? Oder nee. Ich mache einen. Kannst du bitte da einmal rausgehen, Alex? Danke.
Ich könnte zwei machen. Ja, das wäre ideal. Dafür muss ich nur erstmal 4 Eisen schmelzen. Oh. Blätter erstmal nicht benutzen. Oh mein Gott, ich kann Erdbeeren anpflanzen. Ui. Mach ich nachher. Bevor nämlich die Vögel das wegfressen. Hm. Ja, das, ist das eigentlich schon die letzte? Nee, ne? Das ist noch nicht die letzte, ne? Nein, noch nicht die letzte. Aber von außen, also ich muss ja sagen, haben sie geil gemacht, ne? Mhm. Aber wie Jenny gesagt hat, ein Tennisball sei schon, Fußball, ne, hat sie gesagt. Nein, das war Alex. Sag, okay, dass es Fußball ist. Manu. Entschuldigung. War voll Absicht. Bin ich aber ehrlich, finde ich nicht gut von dir. So. Ja. Ich hoffe mal, das ist dir bewusst. Ja. Leid. Okay, gut. So, wer wollt ihr jetzt haben? Ich. Ich, Sascha. Liegt vor dir. Mochi wollten wir machen. Liegt vor dir. Ja. Mochis. Die wollt Mochis machen. Ja. Danke dir. Mhm. Sehr freundlich. Und weiter. Ja, gleich. Butter. Oh, jetzt müssen wir die Roboter töten. Um Zugangskarten oder Zugangschips zu bekommen. Ja. Ich bin fast tot, Hilfe! Das ist natürlich suboptimal. Kann jemand mir irgendwie einen Holzspeer machen oder so? Weil die Dinger. Oder ich muss eh nochmal. Kommt bitte alle einfach einmal kurz zum Schiff. Warum? Was ist denn? Dass wir alle beieinander bleiben. Weil die Viecher kann man am besten mit einem Speer töten. Die Sachen alle? Stinknormaler Holzspeer am besten. Okay, Alex, ich hab für dich auch einen. Okay, danke schön. Wo ist Tachi jetzt hin? Da. Bitteschön. Danke. Wo ist Tachi? Da. Und du? Bitteschön.
Hm, ich wollte noch Essen mitnehmen. Falls jemand Essen braucht, ich habe ein bisschen was dabei. Alles klar, Chef. Ich habe Trinken dabei, 2 Flaschen. Mhm. Scheiße. Aua. Ich bin fast tot. Ich bin tot. Ich auch. Ah. Sasch, Hilfe. Das läuft ja gut, würde ich mal anmerken. Was macht ihr denn da? Warum legt ihr euch denn schlafen? Weil wir Bock drauf hatten. Genau, ich bin müde geworden gerade von dem ganzen Gekämpfe. Wo seid ihr denn? Ich werde gerade nach Hause gebracht. Ich weiß, ihr seid an mir vorbeigelaufen. Vielen Dank. Dementsprechend jetzt mal eben kurz warten, bis das Leben wieder voll ist. Ich hab Heilsalbe. Oder schlafen legen. Hier, Alex ist immer nur am Sterben. Das kannst du nicht sagen. Ehrlich so. Jemand, der nicht mal Kike im Namen richtig schreiben kann, hat keine Berechtigung, irgendwas zu sagen. Ich könnte es doch sagen. Das Problem ist einfach. Er wollte es richtig schreiben, er war zu schnell. Okay, ich habe eine Schlüsselkarte. Wir können wohl irgendwo rein. Ich warte beim Eingang auf euch. Alles klar, Chef. Also beim Eingang von dem Bereich hier, ne? Hallo, Jackie. Wo hast du den Sasch gelassen? Bin noch weiß auf ich nicht. Schiff. Gleich wieder da. Einmal ganz kurz. Ich habe Bananensamen und ich habe Erdbeersamen. Ich auch. Yay, da können wir Bananen und Erdbeeren anpflanzen. Yay, ich mache was Gesundes hier auf dem Schiff. Schlimm, sowas. Ehrlich so. Ich muss erstmal Vegetarier werden. Wie lange braucht der denn, sag mal? Komm mit hier aufs Auto.
Ja, ich gucke schon. Alex, Alex, komm. Alex, komm. Komm hier schon. Natürlich mein. Warum gehst du langsam? Weil du nicht sprintest. Wie viel hält denn das Teil aus, sag mal? Geht doch. Okay, noch eine. Ah. Und hey, warten. Ich glaube, Robi geht's nicht gut. Was? Ich glaube, Robi geht's nicht so gut. Der Robi? Der schläft ja. Wall-E heiße ich, nenne ich den jetzt. Wall-E. Will mir jemand Geld spenden? Ich will auch Geld. Ah, so wieder da. Der hätte sonst keine Ruhe gelassen. Wer denn? Wer von den beiden? Wir haben gerade schon Wall-E getötet. Richtigen kleinen mal. Oder den großen. Ah, der Sascha ist auch nicht Jackie, da. Ja, alles gut. Geht's gut. Soweit. Ey, der wird wiederbelebt. Ja. Ich mach. Gott, jetzt muss ich nämlich aufpassen wegen meinem Leben. Dementsprechend jetzt erstmal nicht weiter irgendwelche Viecher töten. Jetzt suchen wir erstmal irgendwo außen Eingang. Wie geht's dir? Was zum Thema? So. Hier, erster Weg rein. Teile. Nö, tschüss. Okay. Bin hier. Bitte. Ja, ich hab mir gedacht, ich nimm das mit. Oh Mann, ich wollte gerade rauslaufen, du Arsch! Gibt ihr auch Fahrstuhlmusik? Sascha, komm schnell rein! Ich glaube, der Fahrstuhl backt gerade ein bisschen rum. Ja, Fahrstuhl ist gerade etwas buggy. Mann! Was macht ihr denn da? Ich bin mit Hallo! Hilf mir, Sascha, sie entführt mich. Sascha, okay, warte. Lass uns kurz aussteigen, jetzt kannst du auch hochkommen. Ihr seid ganz schön frech, wisst ihr das? Ey, Sieba, das sieht auf den Knopf gedrückt. Ich saß nur daneben und hab zugeschaut. Ja, du hättest ihm noch mal helfen können. Ach, dem ist nicht mehr zu helfen, du. Wee. Warum machst du das einfach, Junge? Sasch, du musst hoch, auf den Balkon. Ich bin erstmal baden. Alter, guckt euch mal diese Badewanne an. Ja, wir rutschen gerade mit Seilrutschen. Und ich fall runter. Pass auf. Ich halt woanders rein. Ach, Manu. Ich halt woanders rein. Viel Spaß euch. Danke. Ich bin im Bett. Man soll sich doch aber nicht in Häuser fremder Leute legen. Das sieht mich doch nicht. Okay. Ich will wissen.
müssen nämlich die ganzen Wohnungen durchsuchen, weil hier wichtige Sachen auch zwischendurch liegen. Wie müsst ihr aufpassen, Goldmünzen liegen irgendwo rum. Die müssen wir einsammeln. Okay. Die können wichtig sein. Oder sind wichtig. Oh, Duct Tape. Ja? Aber weil, gestorben. Weiß nicht, was ich sagen wollte. Denk nach, dringe tief in deinen Kopf ein. Tiefste Gedächtnis und überlege. Schaff ich. Das gesehen. Warum ist hier eine Ratte drinne? Ja, in den Häusern sind Ratten übrigens. Schlechte Reinigung. Ich auch, doch. Alter, halten die viel aus, ey. Alter, 8 Schläge? Was soll das? Beats direkt reporten. Was wir mit diesen Goldmünzen später tun? Sammelt die erstmal auf. Erstmal muss ich welche finden. Ja. Hier ist eine Tür mit Panzertape verbunden, da komme ich nur in der Machete rein. Ja, ich habe eine. Das ist der Grund, warum wir zusammenbleiben sollten, aber irgendwie laufen ja alle dahin, wo sie wollen. Ich habe eine Marke gefunden. Mhm, das meinte ich. Die aufsammeln. Mir geht's gut, ihr braucht, macht euch keine Sorgen. Mir geht's wirklich gut. Ja, super. Mach mir erstmal was zum Essen hier in dieser Küche von hinten. Schönes Steak. Oh, hier geht's rum. Trinken. Einmal versuche ich es noch. Was denn? Von Seilrutsche zu Seilrutsche zu springen. Ich habe da auch verkackt, dementsprechend ich bin ich geschafft. Einfach. Ich eine Maschine bin. Aha. Kannst du mich bitte zwicken? Nee. Guck mal, ein Chat. Weiß ich nicht. Oh mein Gott. Jetzt habe ich aber Hannus. Glaube ich. Jetzt bin ich voll unaufmerksam. Wartet. Ich schaff das. Letzter Versuch. Jawohl. Tada! Ich habe im Zirkus übrigens mal gearbeitet. War so nebenbei. Okay. Und da war ich. Artist. Nein, ich komme nicht rein in die Tür. Hey! Ich habe umsonst so zirkusmäßig gespielt. Gut. Hab noch eine Marke gefunden. Wo seid ihr denn? Ich bin irgendwo auf dem Dach. Ich auch. Ich spring von Dach zu Dach, aber ich komme halt nicht rein. Ja. Auch gerade bei einem Dach die ganze Zeit im Kreis und weiß nicht, wo ich hin soll. Ah, schade. Okay.
Nee, ich dachte wirklich, wenn ich auf das Dach, auf das Dach von Dach springe, dass ich dann reinkomme. Oh. Wolli. Noch ein Wolli. Oh Gott, noch ein Wolli. Aha. Kann mal jemand den Wolli entfernen? Ach du, ich hab leider keine Zeit dafür. Au. Also, ich hab zwei Marken. Au. Aua, 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 aua. Roboter böse, böse Roboter. Hab ihn. Aua. Ah, ich weiß nicht, welchen Maus du drin bist. Oh. Der hat dich gerade elektrisiert. Okay, mach das. Hey, was kann ich denn hier bekommen? Oh, hallo Sascha. Hä? Na? Na? Boah, hier kann man Pflanzen bekommen, oder wie? Ja, ich habe Malerei bekommen. Was kann man hier? Ah, Tanga. Essen! Wow. Leute, können wir uns vielleicht alle einmal bitte treffen? Wir sind unten. Wir sind genau in der Mitte. Wir sind in der Mitte, genau. Okay, perfekt. Bei diesem schwarzen Turm da, genau. Ich jetzt auch. Ich werde hier gerade von so einem Ding getötet. Hilfe. Au! Ihr habt euch davon aber jetzt nichts gekauft, ne? Doch, ich hab mir ein Essen gegönnt. Nein, die brauchen wir später noch. Wofür denn? Das werdet ihr dann sehen. Und Malerei. Das habe ich noch. Ich fand das so hübsch. Leute. Ich hab noch zwei Marken. Ach nee, die Marken sind für alle. Das macht uns nicht tot. Ja, die Marken sind für alle. Dafür müssen wir nachher wichtige Sachen holen. Ach so! Ich dachte, das wäre free. Nein. Gut. Ich wollte nur mitteilen, ich habe mir ein Essen gegönnt und ein Bild. Hier kann man sich auch eine Machete holen, Radio, ein Klavier, ein Rucksack. Das Bild hat noch zwei gekostet. Oh. Schuhe, noch irgendwas anderes. Ich habe drei Marken mit meiner ganzen Kraft gesammelt. Becher, man kann sich selbst hier eine... Ja gut, dann höre ich mir jetzt auch was. Ich hab mir noch eine Flasche geholt. Mach mal. Ach, alles gut, Leute, au. Wirklich. Au! Jetzt habe ich wieder schuld. Eine volle Wasserflasche. Der war schuld. Dafür, dass ihr unsere Marken ausgibt. Sollt ihr graulen. Die brauchen wir doch nicht. Holt euch ruhig Sachen. Au! Ich hab anderes. Tja, Sascha, selber schuld. Ja, die sind für alle, das ist das. Für alle, musst du gucken. Oh, apropos Sascha, der ist übrigens tot. Ich bring ihn mal nach Hause. Ich hab das nicht gesehen. Bin ich doch ehrlich. Ich würde sagen, wir kaufen jetzt erstmal nichts mehr von den Marken. Ich bin auch gleich tot. Danke, Leute. Na, alles gut. Ich kann mir noch den Arsch retten. Ich glaube, er guckt nix. Der Große. Ich weiß es nicht. Kann jemand, wenn es geht, ne Dings mitbringen? Ein Speer? Ich liege. Ja, machen wir dann. Wenn er wieder herkommt. Oder nee, ist schon gut, ich muss immer eben kurz zum Schiff. Ich muss nur gucken, wo das ist. Wenn mein großer Spatzi schaut. Für ihn. Für dich. Der soll jetzt gleich schlafen gehen. Wollen wir ihn am Schlaflied singen? Ja. Welches Schlaflied denn? Schlaf, Kindlein, schlaf.
Nee, das geht so, warte. Beim Boot. Die Mama hütet die Schaf. Der Papa scheucht sie alle auf. Die Mama rastet völlig aus. Schlaf, mein Kind. Schlaf. Das hab ich immer gesungen. Geil, wer mich getragen hat, ne? Mir ist sowas von schlecht, ey, wenn du nochmal so scheiße laufen tust, ne? Alex, wirklich. Ein bisschen besser hätte es laufen können. Jetzt alles mögliche an Essen mit, was wir haben. Dann mach das. Oh, er hat nichts mehr. Ich hab alles eingepackt. Wir haben gar nichts mehr. Kein Essen mehr. Mach keinen Scheiß. Gar nichts mehr. Mach keinen Scheiß. Wir sind komplett am Segel. Wir müssen verhungern? Ja. Wir werden sterben. Nö, da ist was. Okay. Dann haben wir ja Glück gehabt. Wir müssen uns nur vom Mangos ernähren. Mango hier, ein Mango da. Mango hier, eine Arena. Soll ich mal diese Überreste trinken? Nein. Knochen drinne. Jetzt so. Jemand vielleicht zufälligerweise eine Machete für mich. Machete, ja, wir haben gar keinen Metall mehr. Ein zwei Holzspeere. Hier, ich habe auch hier, noch einen, hier. Der Half-Life ist. Da, mein Holzspeer. Hier, da liegt er. Den Saham schenke ich dir. Habe ich frisch gekauft. Auf so ein schönen Nudelauftopf. Ich glaube, wir sollten vorher mal angeln, wa? Ich packe jetzt hier das Titanerz rein, aber das bitte erstmal da drin lassen, ne? Ja, ich habe auch welches gefunden. Ja, einen. Ja und? Besser ist gar nichts, oder? Das stimmt. Also. Ich pflanze den Bananenbaum an. Oder? Ja. Ja, mach doch. Hilfe mit. Geil. Geh schon mal wieder hoch. Und er fällt hoch. Mann. Geh hier vorne nur schauen. Langweile mich so. Let's go. Let's go. Kommt ihr mit? Ich bin schon oben. Ich warte hier auf euch. Ich versuche gerade das Auto zu fahren. Aber es geht nicht. Nee, du darfst nicht. Du hast keinen Führerschein. Wo willst du das wissen? Weiß ich. Also wir können doch keine. Wir können doch dafür sorgen, dass du gleich auch keinen mehr hast. Ich hab ja auch keinen. Okay. Hier runter. Das ist ein Casino? Da können wir aber nicht rein.
Warum nicht? Keine Ahnung. Ab ins Spiel, oh Kappa. Guck mal. Können wir auch nicht rein. Ganz schön unordentlich hier. Hier bestimmt jetzt. Nein, da auch nicht. Ich hab den Geist getan. War wieder klar. Es war wieder klar. Ey, komm, Ah, Tari! Alex! Das ist typisch. Ihr lasst mich unten stehen. Komm extra wieder runter, um dich mit rumzunehmen. Wollt ihr mir irgendwas sagen? Danke, wer sind du? Kommst runter. Mhm. Hallo, ich muss ins 13. Und wo müssen Sie hin? Ich ins 11. Ihr müsst ins 11. Wir müssen gar nichts. Ne? Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ja, genau. Ey, was hat denn der für eine schöne Badewanne? Die ist aber rund. Müssen auch manchmal aufpassen. Es kann sein, dass irgendwo kaputte Glasscheiben sind, wo wir dann irgendwie raus aufs Dach müssen oder so. Joa. Jetzt müssen wir hoch zu Alex. Naja, zu Sasch. Sasch, wo bist du? Ich? Ich gehe in der Badewanne. Im 13. Ja, natürlich. Mein Privateigentum hier. Kommt ruhig rein. Wenn ihr wollt, könnt ihr öfter mit rein in die Wanne kommen. Da bleibt man überall drin liegen, du. Zum Beispiel wie hier. Hier ist ja ziemlich Scheibe. Hier liegt aber lilane Seife. Guck dich aber nicht, bitte. Nee, du. Pass auf, die hätten. Achso, ja gut, du hast eine Machete. Whee! Warum fährst du immer mit irgendwelchen beschissenen Seilbahnen? Weil hier oben hinten was liegt, was ich mitnehmen möchte. Okay. Und hier kommt man auch durch die Scheibe rein. Das, du musst aufs Dach. Und dann über die Seilbahn. Hier war ich schon mal drin. Hier war, glaube ich, auch eine Tür, die mit Klebeband zu war. Ah! Nee, das will ich nicht. Du weißt schon, dass ihr von den Schreibtischen auch die Schubladen, einige Schubladen aufmachen könnt, ne? Ja, weiß ich. Mache ich die ganze Zeit, ja. Hallo Sasch! Ja, wo bin ich? Ich seh dich durch die Scheibe. Guck mal, wie sie dich stalkt, ey. Normal. Gibt bestimmt irgendwo eine Kamera bei mir hier. Wo soll jetzt diese Tür sein? Ich glaube, ich war doch in einem anderen Haus. Oder kann sein, dass sie ein Stockwerk drunter war. Sorry, wir lassen Sasch wieder alleine. Mir egal. Hi. 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 Bock auf eine LAN-Party? So. Na doch. Ich
hab die Tür gefunden, aber war nichts Tolles. Nee, oh, schade. Entsprechend können wir mit dem Fahrschuh runter. So ist das, meine Lieben. Erstmal in 14. Stock, um Sascha abzuholen, aber egal. Holst du Sascha ab? Ich warte hier unten. Sascha, ich komme. Wartest du oben am Fahrstuhl auf mich? Nö. Oh gut, dann fahre ich allein wieder runter. Toll. Danke. Bitte. Hast du mir kaputt gemacht? Ich gar nicht, komm doch, Junge. Ob man so ein komisches Ding einsammeln kann? So ein Elektroapparat? Nein. Boah, wieder habe ich auf die Fresse bekommen von uns. Ja, selber schuld. Wer sich wehrt, muss fühlen. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Boah, ich hab's drauf geschafft. Oh. Ach, da war ich schon. Nee, ne? Direkt das Wasser wegwerfen. Oh, hi. Hi. Haben wir hier schon? Weiß ich nicht. Bin runtergefallen. Links neben dir, glaube ich. Sechste und achte. Ich fahr mal ins achte. Alles klar, Chef. So eine Single-Wohnung. Ganz schön unordentlich hier. Hi. Ohne Marke. Mal wieder ausgeben. Direkt noch ein Gemälde. Ach, hier oben bist du. Ja. Ich wusste doch, irgendwo habe ich hier irgendwen von so einem Rattending. Ey, hier oben hast du eine Münze übersehen. 3, 2, 1, tschüss. Ah! Das bringe ich zur Anzeige. Das ist rechtswidrige Verletzung. Hallo Sasch. Sasch, komm her. Nein. Dreh dich um. Wir müssen gleich nach unten nochmal. Bitte komm her. Ich muss da nochmal hoch. Warum? Weil ich was vergessen habe. Männer, vergessen wie etwas. Rummeln. Hallo Alex, kommst du auch hier rauf? Aber na klar doch. So, und wo ist der werte Sasch jetzt? Weiß ich nicht. Oben auf dem Dach. Ah,
Gott, da kann man noch mal rein. Das. Wart ihr in dem Haus schon hier vor mir? Warte mal. Ja, in dem Haus jetzt, wo du davor stehst. Warst du schon? Alex? Ich weiß nicht mal, wo überhaupt. Du bist doch unten da. Du kämpfst. Rechts neben dir. Was? Hallo. Ach, da oben. Da in dem Haus waren wir drin. Ja, ach so, da oben auf dem Dach stehst du. Da ist eine Scheibe kaputt und draußen ist noch Material. Darum frage ich. Da ist eine Scheibe kaputt? Ja. Im achten Stock oder was? Das weiß ich nicht. Warte, ich geh gucken. Es geht nur in den achten Stock. Ja, okay, warte. Nee, dann mach mal. Oh. Stimmt. Hast du gefunden? Ja. Ah, und hier kommt man dann da runter. Da. Oh! Unten. Treffen wir uns unten, bitte. Ja. So. Außenrum und das Boot suchen, um danach dann schlafen gehen und danach gehen wir nochmal einmal unten rein. Ja. Unbedingt das Holz mitnehmen, ne? Aber. Da haben wir viel welches zu tun. Holz? Die Bäume. Kann man die abholzen? Ja. Yep, alle. Oh! Oh, ja gut, okay. Ich hab leider nichts dabei dafür. Dann kannst du aber bitte kurz herkommen und die Sachen hier einsammeln. Weil ich habe gar nicht immer wirklich Platz. Den Baum davor ist auch noch was. Mann, meine Axt ist kaputt. Meine auch bald, aber ich mache sie noch kaputt, um Holz mitzunehmen. Ich werde dann auch noch eine neue bauen und hier hoch nochmal kommen. Hast du was zum Essen? Ja. Ich? Ja. Ja, warte. Das ist wichtiger als das Papier hier unten. Reicht das gerade erstmal? Ja. Danke. Kein Problem. Jetzt ist er kaputt. Ich hab dir da mal was liegen lassen. Mhm, hab's gesehen. Sascha, dein Gemälde ist übrigens wunderschön. Mhm, weiß ich. Und jetzt können wir nämlich auch unser Inventar mal eben einmal ein bisschen ausleeren. Hab ich selber gemalt. I don't think so. Okay, wir haben mal wieder ein bisschen Holz. Oh, ich war Hunger. Bin ich. Problem hatte ich auch mal. Warum sind da Steine drin? Pack die Steine, vielleicht reden sie ja mit dir.
Biokraftstoff habe ich. Mit rein. Weil. Warte mal. Den Biokraftstoff habe ich da oben erstmal reingepackt. Ja. So. So ist das, meine Lieben. Bananen. Banana. Jetzt brauchen wir aber erstmal eine Axt. Ja, soll ich mir lieber eine... Achso, ja, wäre es in Ordnung, wenn ich mir einen Speer mache? Mach doch. Nur zu. Ich habe meine Axt gemacht. Ich verabschiede mich, ich bin total müde, wünsche. Ja, danke dir, Jenny. Ich wünsche dir. Hol dich. Ruh dich aus. Bitte ruhen. Bitte ruhen Sie sich aus. Ihr nächster Halt. Halt die Fresse. Ruhen Sie sich aus. Hey Siri, wie ruhe ich mich am besten aus? Bitte ruhen Sie sich aus. Sag mal, du Alexa. Wo brennt's? Hab ich leider nicht. Ich hab Alexa nicht, deswegen. Was auch wird keine. Sie wurden? Vorhin sage ich, ich telefoniere noch mit und dann hatte ich halt meine angesprochen, die sollte halt Büro anmachen halt, ne? Und sie hat mit mir geredet, nee, dann hätte ich ja gesagt, die nie. Das glaube ich dir. Denk dran, Dienstag kochst du. Ja. Vielleicht ändern richtig. Wir auch noch das Gericht. Ja, mal schauen. Ich könnte voll Bock auf so ein Fischgericht. Ich esse keinen Fisch. Das ist nicht mein Problem. Was alles ist, klar. Was isst du denn hier? Ausnahme. Nee, das stimmt jetzt so nicht. Och man, dieses dumme, blöde Teil. So, bitte einmal in der Mitte treffen, warte. In der Mitte treffen? Ja. Warum? Lagebesprechung. Also. Bitte einmal neue Bäume anpflanzen. Am besten Bananenbäume. Keine. Okay, dann muss ich gleich machen. Ich hab einen. Bam. Bitte wässern. Sascha, kannst du es schnell machen? Ich bin schon hier oben.
Ach Gott. Mach ich. Okay, let's go. Ja, ha, 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 ha. Ihr nehmt mir das ganze Trinken weg und das ganze Essen. Und ich dann hab sagt zwei er, Flaschen. Ne? Ich hab doch selber gerade nicht wirklich was zu essen ja, dabei. Ja, komm, ey. Bin gar nicht mehr da. Ja, dann machen wir eine kurze Pause ja. Und da muss jemand halt angeln. Wir brauchen gar nicht mehr losgehen hier. Warum? Also kein Bock mehr, oder? Ende hier wieder. Geht ja rucki-zucki heute hier. Gulli-Deckel auf A7. Mordkommission ermittelt gegen 50-Jährigen. Lebenslänglich, ne? Lebenslänglich hinter Gittern. Was ist denn da passiert? Ich hab's mir ja nicht durchgelesen. Ah, die haben Gullideckel von der Autobahn geschmissen auf die A7 und da ist ein Auto drunter gewesen, ein älteres Ehepaar und die wurden von dem Gullideckel voll erwischt. Er schwer verletzt und sie lebensgefährlich. Ach du Scheiße. Leute, wo seid ihr? Vom Grill. Nicht auf der Autobahnbrücke. Alle Bäume, die hier um sind. Wie man auf so eine hirnlose Sache kommt, weiß ich nicht. Warst du gerade kurz angeln? Ich? Ja. Hab geangelt die ganze Zeit, ja. Ah, perfekt. Oh, ich bin gleich einmal komplett rum und da jede Bäume outen. Ah, du nimmst gerade, du holst gerade die Bäume. Ja, alle. Perfekt. Was hast du da auf dem Arm? Gewehr? du aber auch. Schießt mit Fischleich um dich? Nur noch 5 Bäume, dann habe ich es geschafft. Perfekt. Gut. Dann warten wir, bis deine 5 Bäumchen da gemacht hast und dann machen wir schon Schluss auf dem Griff. Warum? Weil dann wieder die Zeit vorbei ist. Bleib. Machen wir noch eine Folge? Ja, ich bin gerade so in Rage. Ich will gerade zocken. Ich will zocken. Spielen. Und pennen. Und pennen. Normalerweise ist es schon zum zweiten Mal kaputt, ich komme jetzt wieder zurück. Okay. Ich habe 40, 60, 80, 100 Holz und 150, 160 Blätter. Perfekt. So, wir machen kurz eine kleine Pause. Da springt sein Sohnemann ins Bett und dann spielen wir noch eine kleine Folge. Oh ja, nee, ins Bett bringen. Ich ist nicht da. Ach so. Angriff vom Hai. Ich bin nicht da. Angriff vom Dosch. Ich bin immer noch nicht da. Ja. Wir sollten auf jeden Fall uns mal um Lebensmittel kümmern. Das heißt, vielleicht irgendwo ein Lebensmittelgeschäft ansteuern. Wir da. Ja, willkommen zurück. Ja, aber wir haben hier noch sehr viel zu tun. Dementsprechend gehe ich jetzt mal eben kurz nach unten. Weil, keine Ahnung, ob ihr mitkommen wollt. Ich gehe auf jeden Fall kurz nach unten in den Keller von dem Schiff. Boah, Blätter komplett aufgefüllt. Von dem Schiff? Aber, nicht von dem Schiff, sondern von dieser Insel. Macht das. Wir machen auf jeden Fall jetzt hier Feierabend und machen beim nächsten Mal weiter. Dann gehen wir der Sache hier zur Hand. Würde ich sagen.
Lebensmittel. Tachi kann da unten hingehen. Ich angel zum Beispiel oder sonst irgendwas. Und ich bin gleich tot. Weil wisst ihr, was das Witzigste ist? Unser Anker ist nicht mal gelichtet, der schwebt hier unten einfach nur. Ja. Ja, ich weiß. Grund des Wassers. So geht halt. Okay. Danke Alex, danke Tari. Kein Problem. Kein Problem. Und danke, meine Lieben, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns bei der nächsten Folge bei Raft. Wir haben hier noch viel zu tun, wurde gesagt. Ich dachte, Tari fliegt da oben. Aber nun. Er ist auch ein Vogel, also Tari hat einen Vogel, aber fliegen kann sie glaube ich noch nicht. Nicht, dass ich wüsste. Wir sind hier noch nicht fertig. Hier ist wohl noch sehr, sehr viel. Und ja. Somit haben wir hier noch ein paar Stündchen zu knabbern auf jeden Fall. Ja, oh also, ja. Nächstes Mal wieder einschalten. Auf jeden Fall. Und ich würde Wenn es wieder heißt, Raft. Jenny, mach's gut. Ciao.